Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist der 2. Juli. Wir haben 18.39 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip beginne, über den besten Index der Welt, die Nasdaq. Sensationelles Teil. Ich muss etwas zitieren. Ich lese ja auch viel, ich habe letzte Woche was gelesen, das fand ich weltklasse. Und zwar hat das geschrieben ein Analyst, den ich nicht kenne, aber wenn er das vielleicht jetzt hört, also einen schönen Gruß, würde sie gerne mal kennenlernen. Ein Frank Wohlgemuth von der Nationalbank in Essen. Der hat geschrieben, der dieser Aufwärtsbewegung zugesprochene Titel der unbeliebtesten Rallye aller Zeiten beschreibt das Phänomen sehr illustrativ. Viele Investoren hätten die bisherigen Kursgewinne verpasst, weil sie dem Braten nicht trauten. Je höher der Markt aber steigt, desto größer wird der Druck, auch dabei zu sein. Der Titel der unbeliebtesten Rallye aller Zeiten, das fand ich wirklich klasse. Das trifft es auf den Punkt. Also Herr Wohlgemuth, sehr gut. Das nächste Bier, wenn wir uns irgendwann mal kennenlernen, geht an Sie auf meine Kosten. Fand ich wirklich schön. So, jetzt sind wir hier beim Nasdaq. Ich hatte beim DAX-Film gesagt, mir gefallen eigentlich so die ganzen Fangaktien nicht so toll. Die sind ja auch wieder ein bisschen runtergekommen, aber jetzt steigen sie heute auch schon wieder. Es ist unfassbar, die Hosse nährt die Hosse. Das ist ein Uraltspruch. Wenn ihr euch das hier anschaut, wir sind schon wieder weit über der 200-Tage-Linie. Also fast genau mit dem gleichen Abstand, den wir hatten, als es Prä-Corona runterging. Das ist sensationell. Dieser Trend hier ist so steil, das ist sehr glitschig. Aber es ist egal, noch rutscht keiner aus. Ich mache es mal hier so ein bisschen größer ran. Rein vom Chart her muss ich Folgendes sagen. Wir haben im Moment, aber es ist viel zu früh, der Markt läuft noch eine ganze Zeit. Wir haben hier einen Doji, wir hatten aber auch da einen. Und das letzte Verlaufstief war hier bei 9.740. Das war das ehemalige Hoch. Meistens ist es so, wenn ein All-Time-High rausgenommen wird, geht der Markt ein bisschen weiter, aber wenn man ein bisschen Glück hat, setzt er sich nochmal drauf. Hier sind wir drüber, draufgesetzt, sogar leicht runter. Dann sind wir drüber, auf den Punkt draufgesetzt und wieder drüber. Der Chart ist sauber, absolut sauber, da gibt es keinen Makel dran. Das ist ein Hosse-Chart. So, die gleitenden Durchschnitte, hier, da ist das Trendfolgemodell, da gab es das Kaufsignal. Ich habe das nicht gesehen, also ich habe das gesehen, aber hey, bei 7.600 war das, hätte ich auch nicht gedacht, dass das Ding auf 10.400 geht, was wir jetzt momentan haben. Aber es ist alles in Ordnung, die Bänder sind, weil die Volatilität ja nicht hoch ist, das geht ja nur an einer Schnur gezogenen hoch, ohne nennenswerte Gegenbewegung. Die Bänder sind relativ eng, 200-Tage-Linie, wie gesagt, weit weg. Das ist das letzte Verlauftief. Sollten wir hier drunter schließen unter 9.740, ist zumindest mal ein bisschen Vorsicht angesagt. Aber der eigentliche Punkt ist dieser hier, 9.484. Da muss man aufpassen, da darf man auf keinen Fall drunter. Wenn das passiert, dann hätten wir auch gleichzeitig das untere Band gebrochen. Und dann müsste man davon ausgehen, dass wir auch wirklich nochmal die 200-Tage-Linie sehen. Soweit ist es aber noch nicht. Die Technik gilt als hoch, aber nicht den Hauch eines Überkauft-Signals. Das MACD als Trendfolger ist noch immer positiv. Da ist auch nichts zu wollen. Der Markt ist in Ordnung. Ich sehe Korrekturbedarf, ja, aber ich sehe keinen Auslöser. So, ich habe euch mal Scheine reingebracht für die Leute, die einfach dabei sein wollen, aber nicht zu nah dran. Ich werde immer mal wieder angeschrieben, ich sollte auch mal Scheine nehmen mit kleineren Hebel, mache ich jetzt heute mal. Ich bin tatsächlich am Überlegen, dass ich zwei Calls nenne und zwei Puts. Das sind dann halt, der eine hat einen 10er Hebel und der andere einen 20er, sowas zum Beispiel, für jeden Gusto eines Anlegers was geschaut. Heute habe ich mitgebracht, einen im 11er Hebel, 9.441 sind wir also hier drunter und unter dem unteren Bollinger Band, wie gesagt, ein 11er Hebel von Goldman Sachs, das ist die, wo ist meine Brille, GC6UWC. Die Hosse nähert die Hosse, ein All-Time-High nacheinander. Ich kann den Markt nicht mehr kaufen, da gebe ich ganz ehrlich zu. Für mich ist der zu weit weg, aber das habe ich hier auch schon gesagt. Ich bin echt überrascht, ich hätte das nicht erwartet. Gucken wir mal nach dem Put. Tja, wo soll ich denn Put hier anziehen? Ich muss einen nehmen, der ungefähr 500 Punkte von der jetzigen Basis weg ist. Ja, das wäre dann so ganz grob 10.900. Und da muss ich den Hebel ein bisschen höher nehmen, nehmen wir nämlich auf 18. Ja, sowas hier, das da, 10.968. Der wird aber erst dann bei mir ausgelöst, wenn wir die 9.740 mit Schlusskurs unterbieten.
Also 10.968, das ist von Goldman, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer Gustav Bertha 8UXU. Schicke Nummer GB8UXU. UXU. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.